Der Österreicher ist vom Typ her einfach, naja, guter Gastgeber. Deswegen glaube ich, dass ein Gewürzladen in Salzburg auch gut geht. Ich bin froh, als Berlinerin hier im Rathaus in Salzburg zu arbeiten. Es freut mich, für die Leute einen schönen Laden zu präsentieren mit außergewöhnlichen Gewürzen. Und Herr Schubeck ist auch total begeistert, dass wir hier im Rathaus endlich drin sind. Salzburg ist natürlich immer eine tolle Stadt. Das kann man nicht sagen, dass die Sommersaison, die Wintersaison und das ganze Jahr geht es da richtig zu. Und das ist natürlich eine sehr exponierte Lage schon, dass es ein bisschen klar ist. Ich habe in München einen auf 500 Quadratmeter. Da kannst du dich richtig austoben mit Gewürze, aber im Grunde haben wir hier das Programm dann so zusammengedampft, dass wir die Renner genommen haben, nicht die Penner. Es gibt ja immer Gewürze, wo du sagst, ja, die braucht man zwar, aber die laufen halt nicht so. Es sollte so sein, dass diese Vielfalt der Gewürze, genauso wie es da überall steht, einfach unter die Menschen gebracht wird, dass man weiß, wie wendet man Gewürze wirklich richtig an. Das ist das Entscheidende dabei. Ich habe mich immer stark interessiert für Gewürze, eigentlich seit 30 Jahren schon. Und ich mache die Mischungen selber und lasse dann in München, oder in Deutschland, von der Firma Fuchs, lasse ich die, weil der die besten Mühlen hat, lasse ich die dann zusammenmischen, weil der mit dem höchsten ätherischen Ölgehalt mischen kann, dann halten die locker 3 Jahre. In der süßen Ecke bekommen Sie Eis, Kaffee und Tee. Beim Kaffee handelt es sich um den Afro-Kaffee, das ist ein Fairtrade-Kaffee. Und bei den Teesorten, da gibt es bestimmte Zusammenstellungen von Herrn Schubeck, also Fruchtmischungen, Kräutermischungen. Und beim Eis gibt es eben spezielle Sorten, und zwar Schoko-Chili und diverse Gewürzmischungen im Eis. Natürlich seine ganzen Kräutersalze, ganz exotische Salze, was ja momentan einfach sehr boomt, ja, überhaupt mit pakistanischen Salze, Blausalze und solche Geschichten. Und was extrem gut ankommt, sind natürlich die ganzen Steak-Geschichten, Mühlen, Gewürzmühlen, beziehungsweise natürlich seine Bücher, wo man natürlich alles rauslesen kann und natürlich die Gewürze dazu braucht. Was ist Ihre persönliche Lieblingsmischung? Ja, das kann man eigentlich nicht sagen, weil sonst hat man die anderen kein Interesse mehr. Man muss immer auf das Produkt, das man mischt, muss man sich konzentrieren. Und dann, das ist bei Currys, ist das so. Es gibt ja meinetwegen 50 verschiedene Currysorten, aber es nützt nichts, weil der Deutsche nimmt oder der Österreicher nimmt nur so und so viel her. Und die müssen einfach ein bisschen unterschiedlich schmecken und sie müssen einfach gut sein. Das ist wichtig. Eine Gewürzmischung soll zum Schluss so sein, wenn es zum Schluss reingibt, dass der Kunde das so hinbringt, so wie er es eigentlich gern haben möchte. Und er hat eine 30, 40 Gewürze da zu Hause, dass er das selber macht. Außerdem ist das Mischen, das ist vielleicht eine Gabe, wie der eine Fußball spielen kann oder der andere singen. Und das Mischen, das kann auch nicht jeder. Die Gewürze selbst sprechen für sich. Schubeck ist eine Marke von sich aus, als Name. Und er hat einfach mit den Gewürzen sehr viel aufgebaut. Und wenn man heute weiß, wie man Gewürze anwendet. Wir waren auch so überrascht, wir haben draußen in München eine Gewürzschulung mitgemacht. Und das ist das Spannende dabei. Du lebst auch mit diesem Gewürz, weil du siehst genau, ab wann baut es ab, wann, bei welcher Temperatur gibt man es dazu, und die meisten geben es zu früh rein. Das kam ja aus einer Zeit, wo man keine Kühlschränke hatte. Und da haben wir gesagt, tu mal gleich das Gewürz, dann riecht es gut in der Küche. Aber in einer Küche, in der es gut riecht, ist gesundheitlich und geschmacklich im Topf nichts mehr drin. Er sagt ganz klar, welche Gewürze gut sind. Er sagt ganz klar, was zum Kochen geht und was man einfach lassen sollte, wenn man Laie ist. Er hat einfach einen Schmäh als Koch und das taugt man.